So, auch am letzten Tag des Jahres, Dom. Einfach gar keinen Bock hab, irgendwie vor der Tür mich mit Raketen beschießen zu lassen. Durch die vollgepissten Hauseingänge hier in St. Pauli zu schlürfeln oder völlig überfüllten Clubs abzuhängen. Das habe ich das ganze Jahr über so zwar, aber. Game-Chat funktioniert. Ja gut, klicken wir mal rein, mal schauen. Da möchte ich gerne. Ja, die Musik auch ein bisschen leiser. So, ich glaube so. Und dann werde ich mal ein paar gemütliche Runden über auf Tanks fahren. Gut, es ist mal zwei, das ist okay. Nee, also wie gesagt, also ich wohne auf St. Pauli und da willst du Silvester nicht freiwillig vor den Tür, so das musst du einfach nicht haben. Ach, die Karte musst du allerdings auch nicht haben. Ich werde dann so gegen 12 mal kurz aufs Dach steigen oder auf den Balkon gehen, mir das ganze Chaos von oben anschauen. Aber dann ist auch gut. Zumal hier irgendwie eh fast jede Woche irgendwie Feuerwerk ist, so 3 Monate lang Dom und dann ist auch jeden Tag Freitag irgendwie Feuerwerk, so, und dann sind hier in Dornecke Schiffstaufen, das ist auch Feuerwerk, so, hier ist immer Feuerwerk. Ist jetzt weiß Gott nichts, was mich irgendwie großartig reizen würde, so. Wie gesagt, auf irgendwelche Partys, da kannst du dann wunderbar gehen, so, aber das musst du nicht Silvester machen, so, das kann man auch wunderbar machen. Wenn nicht ganz Hamburg irgendwie St. Pauli bevölkert, das ist mir dann einfach alles viel zu voll, viel zu wühlig, viel zu nervig, viel zu prollig auch irgendwie, was hier abgeht teilweise. Wenn sie dann mit ihren Raketen sich gegenseitig abbeschießen, so. Ja, super, dass du dich genau bei mir hinstellst. Klasse. Das Team findet hier auch nicht statt, so im Süden. Richtig geil heute wieder, scheinbar. Wie zögerlich wollen sie das eigentlich angehen lassen, alles? Yeah, you're in.
First Blood. Da irgendwie will ja keiner mitspielen, scheinbar. Ich glaube, mein Einschuss, den ich haben werde, auch auf. Das ist ja großartig hier gerade, ne? Das drückt er ihn zurück, so. Ich mache einmal hier Schaden, das war's. Wunderbar. Was ist denn das für eine Position für so einen T10? Sind die alle schon besoffen oder warum fällt der T10 da unten lang? Moin Harald. Mein Team hat sich irgendwie ganz merkwürdig aufgeteilt diesmal so. Ist die erste Runde, du hast nichts verpasst. Ich habe eben schon erzählt, ich habe ja keinen Bock irgendwie St. Pauli nach draußen zu gehen an Silvester. Das muss ich mir alles nicht geben so. Vollgekotzten Hauseingänge, zu Leute, die sich mit Raketen abschießen werden. Macht doch alles keinen Bock. Spiele ich dann lieber so ein paar Runden World of Tanks so. Macht da treffen ist dann auch kein Schaden so. Kann ich auch mit Leuten. Im Norden ist gefallen, der Süden ist auch nicht wirklich safe. Echt gut. Ja, echt, das ist also. Zumal man ja eh jeden Tag irgendwie Feuerwerk hat, so. Also das. Und dann ist hier Dom so, dann ist hier irgendwie Schiffstaufe, so. Hier ist ja eh ständig Feuerwerk, so. Ist ja nichts, was irgendwie noch. Also, sondern nicht reizen würde. Rutschen. Und halt trotzdem getroffen. Es ist so witzig mit der Art manchmal. Ich spiele ja auch gerade einhändig Arti. Bin jetzt einmal verlegt kurz. Wie schön, dass ich gerade geschossen habe.
Ja, nee, ich habe überhaupt nichts hier, egal. Ich habe auch irgendwie Weihnachten nicht wirklich gefeiert, außer mit den Kiddies da, also, aber ansonsten. Jetzt rammt er ihn tot, ey. Ja, das war ja jetzt eine ganz erfolgreiche Runde, super. 784 Schaden. Hab auch schon gesehen, ich bin gar nicht der einzige Streamer, der irgendwie keinen Bock auf Silvester zu haben scheint. So, da sind ja einige online. Also ich meine, im Moment ist hier gerade draußen ruhig so, aber vorhin war hier auch schon das Fertige. Kannst du dir ja vorstellen. So, das war jetzt wirklich meine erste Runde und naja, die lief sehr bescheiden. Chinesische Mauer halt. Ja, wie gesagt, war eine sehr bescheidene Runde. Das hat sich ja auch schon angedeutet. Ja, nö, also ich war auch echt erstaunt, dass ich mal die Liste durchgegangen bin, wer da so alles gerade streamt. Ich dann auch überlegt, ob ich lieber zuschaue bei jemand oder ob ich dann selber irgendwie spiele. Also. Ich rechne mir heute auch keine große Siegrate aus oder irgendwelche hohen W8 oder so, weil wie gesagt, ich bin ja. Ich rechne nicht damit, dass die Teams so wie immer spielen. So. Da sind bestimmt auch viele auf irgendwelche Spaßmissionen unterwegs, so irgendwie am Rumtrollen oder wie auch immer. Die meinen sich heute mal Spaß zu erlauben, so. Aber ich werde einfach mal so 10 Runden oder so spielen, keine Ahnung. Ja, guckt dir den Lemming-Trend an, ne? Also ich meine, es geht doch schon, sieht man doch schon. So, den, die 0er-9er Linie guckt halt kein einziger nach so. Das ist super. Ach, er bleibt da stehen. Ach, ich stun ihn nur. Na super. Hier 7 darf der halt einfach über die Brücke fahren. Das ist nicht wahr, ey. Ja, jetzt habt ihr den IS-7 auf unserer Seite. Großartig. Macht Jungs. Kriege ich jetzt nochmal einen Troll oder? Ja, ich werde dann mal auf den Berg fahren. Also irgendwie glaube ich nicht, dass der T57 Heavy da irgendwie großartig guckt oder so. Und jetzt macht er das gerade doch mal, aber ich traue da nicht so ganz den Frieden. Außerdem kann ich von dem Berg aus hier oben besser links unten oder schützen. Masken. Für Masken. Ich denke, du wolltest T-Shirts suchen. So, jetzt suchst du Masken. Für Masken. Ich hab keine Masken. Ich war zwar noch nicht komplett eins gezielt, so, aber so schlecht war das Schuss, sondern nicht eingezielt.
Ja, super, da kommt ein EBR und ein Objekt, alles klar. Ja, super, klasse. Ah ja, super. Die wären nicht mal gespottet. Was macht er denn da auch irgendwas? Was ist denn das? Drehgeschwindigkeit verringert. Was macht er denn da für einen Move? Ich meine, so kann man natürlich auch mal nachladen, so, aber zum Nachladen hätte ich mir einen anderen Platz gesucht. Eigentlich wäre ich nicht mit dem Autoruder auf den Berg gefahren, so, aber. Kam mir jetzt auch ganz überraschend. Oh, er muss sich ein neues Hobby suchen. So, jetzt kämpft hier mal kurz durch so und dann ist die Sache erledigt so. Ah, 659, das hat sich ja gelohnt. Da kannst du mir noch sagen, wo du jetzt hinfahren willst? Warum kämpfst du jetzt nicht? Alter, was macht ihr jetzt auf dem Hügel hier? Wollt ihr mal jetzt im Cap fahren? Ey, hallo? Hallo? Was soll das jetzt? Alle die Base am Fallen so irgendwie und ne. Das werden sie locker gewinnen so, aber du kommst ja eh nirgends noch anders hin. Halt einfach den Cap ein. So, das war jetzt wieder eine Runde, wo ich nichts gemacht habe, eine Runde. Zwei Runden und zweimal ein Lemming Train. L640? Ah ja. Panzernamen, die man nicht kennt, so. Ja. Ja, 244 Damage. Läuft heute auf jeden Fall. Ja, naja, Druck ist okay, Druck ist okay. Weißt du, das ist nicht an mir liegt, dass es so wenig irgendwie ist, so. Ein Schuss ihrer eben hätte ja durchaus mal irgendwie treffen dürfen. So, jetzt schreibe ich mal nicht, dass ich die Wasserseiten unterstütze, wie ich es auf der Karte normalerweise irgendwie mache, so. Vielleicht fällt dann gleich jemand auf die Wand. So gegen drei Artis. Trotzdem nicht dran. Wir werden trotzdem alle in die Stadt wieder fahren und irgendwie auf C5 rumstehen. In der 50 TP jetzt hin. Was hast du denn jetzt vor? Ich
schön, dass wenigstens dein EBR vorfährt, ne? Alles super, alles okay. Alles echt, alles top. Ich sag da nichts mehr. Nein. Wie gut. Wir haben ein EBR, super. Achso. Richtig gut. Ach, wie schön, ich bin offen. Klasse. Ja, ist super. Macht richtig Laune heute. Oh, echt gut. Also. First Blood. Super. Achso. Super. Ah, liegt auf der Seite. Schön. Ach, er dreht sich um. Ja, ist ja nicht so, dass man die Leute mal aufwachen. Vielleicht mal auf die TP ist noch schön AFK. Super. Richtig super. Ah, das läuft gut irgendwie, ne? Also mit deinem Druck aufbauen. Weiß nicht, wo will der andere EBR jetzt denn? Von uns? Versucht er jetzt auch die Artis rauszunehmen oder wie? Also ich meine jetzt mal ernsthaft so irgendwie. Was soll so eine Aktion? Irgendein Teammates, ey, das ist klasse. Darf einfach mal so ein EBR hier durchfahren. Wie Rotten hat er denn schon gespielt? Ja, 22.000 Bus. Die gerade kommt 45%. Und nimmt auch nicht am Gefecht teil. Das ist super. Aber er bewegt sich wenigstens noch. Macht doch noch was gehen. Und richtig geil, ne? So ein spannender. Ja. Kann jetzt mal bitte das Spiel zu Ende sein, ich würde gerne weiterspielen. What? Schön, dass du dich tot gerammt hast an der 17 HP, Arti.
der hat ja immer noch 17 HP, da muss man sich ja tot dran bei. Du bist nachgeladen. Komm, nimm ihn raus. Ach man, ey. Der Witz ist ja irgendwie, dass man solche Runden dann immer noch gewinnt, ne? Da habe ich drei Runden nichts machen dürfen. Oh, der ist noch fast voll, ey. Und M60, nimm den M60 raus. Nimm doch den M60 da raus. Oh, Bad Chat. Mann, ey. Nimm doch den M60 raus, Mensch. Kann man auch nur so blind sein. Fast mal wieder eine Runde gewonnen, wo ich nichts machen durfte. Läuft doch jedenfalls bei mir. Es wird das Stream, wo ich zwar mitspiele, so, aber nichts mache. Schön, dass ein EBR bei uns in der eigenen Base irgendwie fünfmal um den Kreis fahren darf, so. Weil der eine AFK ist, der andere schießt nicht auf ihn. Ich verschieß zweimal. Richtig gut. Ich hab glaube ich nur einmal geschossen, das zweite Mal durfte ich ja gar nicht mehr. Da war hier nur fast nachgeladen, nicht mehr ganz. Ja, großartig. Alle Runden. In 8 von 62. Aber 3 Siege. Du hast auf jeden Fall echt top. Wenn wir sowieso gewinnen, dann kann ich auch die Art hier spielen. Schaden muss ich ja nicht machen. Mache ich ja mit der E-Art eh nicht. Alter, sind da viele TDs. Warum fährt der Defender jetzt da unten lang? Warum macht er sowas? Das ist auch wieder so ein Spieler, der schon einmal im Jahr spielt und noch gar nicht gemerkt hat, dass man da irgendwie beschossen wird die ganze Zeit.
macht denn der EBR jetzt? Ist ja auch mal ein interessanter Move. So. Ja, super, ich bin offen, klar. Hast du ein Glück nicht. Was ist denn das jetzt hier? Warum stehen jetzt die ganzen TDs hier rum? Warum fahren die nicht einmal mal vor? Du stehst doch da aber schon immer noch. Jetzt darf hier eine Supo fahren. Klar darfst du das. Ist hier doch immer sowas. Ja, wie schön, dass auch einer auf ihn geschossen hat, irgendwie neben mir. Er will nicht irgendwie noch die drei TDs rumstehen. Hallo Papa Schlumpf. Abend. Ich habe drei Runden gespielt, jetzt habe drei Runden mit 0 Damage beendet und habe drei Runden gewonnen. Jetzt kommt wieder so ein Jodelprinz, ey. Ich habe das zweite Mal jetzt solche Jodelprinzen. So, ey, was ist denn das? Ja, super. Kann sich mal jemand um den LCTW vorne kümmern vielleicht? Es ist nicht wahr, ne? Kann da mal jemand irgendwie so von euch da oben so, was ist ihr denn da jetzt irgendwie gegen ist? Oder von euch vielleicht auch einer mal auf den LTB da kriegen? Mein Gott, ey. Hi. Ja, super, ne? Bin nun ja so gut runtergekommen. Vielleicht stand ich jetzt und gut ist, ey, nimm mich raus, komm. Ja, kriegst du nicht mal mich raus, oder wie? Na komm, kriegst du es hin? Wissen die mich noch töten langsam? Alter, was ist mit dir? Muss ich hier spotten für euch, oder wie? Hat sich ja scheinbar keiner sonst rum. Ist ja echt geil wieder. Ne? Also dieses Team sollte sind einfach nur ein Traum. Ich glaube, die sind schon alle besoffen oder so. Versuch, schieß mich raus, komm. VK fahren da ja auch noch, na gut. Na, der guckt, das ist irgendwie so, so läuft das heute, so insgesamt zu sehen. Eben auf der Karte, wo das, na,
Und da dieses Moorgebiet in der Mitte ist, auch ein EBR gehabt, der durfte dann dreimal um mich rumkreisen, so irgendwie. So auf die großen Umkreisungen so. Und der eine Spieler war AFK, der ist rückwärts an die am Kartenrand gefahren, ist da stehen geblieben so. Ja, nee, lass heute. Also das macht keinen Sinn, die sind alle besoffen. Macht echt überhaupt keinen Sinn. Ja, was ist denn? Das wird jetzt nicht spotten, oder? Der gleich einen Arsch schießt. Ach, jetzt machst du ihn auf. Jetzt. Na gut, dann habe ich auch mal verloren. Mir fallen immer die Kartennamen nicht einfach. Also wie gesagt, chinesische Mauer, ja, war einfach scheiße gespielt vom eigenen Team, von mir. Und da konnte ich nichts machen, da konnte ich dann dreimal schießen oder so. Dann, genau, Bergpass. Wo so witzlos, da stand ich halt dann irgendwann, stand ich dann halt auch irgendwann auf den, wir sind da im Süden gestartet, so, da stand ich dann auf dem Berg, da war ein T-57 dabei, der unten am Flussdelta, der Weg so im Norden, war halt keiner von meinem Team, oben halt auf dem Berg stand ein T-57, der hat sich leer geschossen, anschließend den Berg runtergestürzt, kam halt ein EBR angefahren, kam keine Ahnung was angefahren noch irgendwie und haben mich natürlich dann rausgenommen, AMX kam angefahren, Panzerkampfer, wie gesagt, EBR kam angefahren. Dann hat mir der 10er Arti mit 244 hätte ich Schaden raus. So. Wenn der eine Schuss, den du irgendwie machen durftest, irgendwie nicht trifft, so. Wo ist denn das so verschoben jetzt? Lakeville, ja. Lakeville halt. Ja, genau, Live Oaks. Live Oaks durfte ich nur mit gegen den EBR kämpfen, nämlich dann irgendwie dreimal umkreisen durfte, so bevor dann nochmal mein Team realisiert hat, so dass, dass ein gegnerischer EBR rumkurft irgendwie. So. Er ist natürlich dann irgendwann auch mal gestorben, so, aber letztendlich durfte da dreimal um die eigene Base rumkurven da so und. Ja, gut.
dann das ist so, als wenn man den EBL zu schießen, zu treffen, so testen halt nicht. Ist dann halt mit null Schaden raus, aber das im Event. Wo liefen die ersten Noten? Mit wieder ein 8 von 416 nach 4 Runden und dreimal gewonnen. Großartig. Ich glaube, die sind nur einfach alle besoffen und können nicht mehr noch schlechter spielen. So. Wenn du dich schon selber gegen irgendwelche Scouts verteidigen musst, ständig als Art, die so deine eigenen Base rumkurven. Schauen, wo mein Team diesmal hinfährt. Emmingtrain habe ich auch schon zweimal gehabt. Fuck, doch wieder ein Baum erwischt. Fuck. Ja, super, die Scouts sind rechts auch schon wieder unterwegs. So, mein Team ist halt wieder passiv, wie keine Ahnung was. Ich mach keinen Schaden. Fährt mir ihr Sechser jetzt rein. Alter, links, was machst du da? Ey? Warum machst du so eine Scheiße? Was soll das? Warum kämpfst du da jetzt gegen zwei Heavys? Um 31 Damage zu machen, ernsthaft? Ist das jetzt dein fucking Ernst? Na ja, super, toll gemacht. Haben wir es eine ELC da gespottet da vorne? Schön, dass ein Haus stand.
Ein Jagdpanther. Wie auf dem Progetto will keiner schießen, oder wie? Noch mal einen Spot oder? Warte, jetzt kriege ich noch mal einen Spot. Halt nicht. Oh, er bleibt stehen. Oh Leute, jetzt bin ich nachgeladen, nicht mehr. Hier wollte ich den Schuss ja nicht. Wir brauchen in Richtung Norden fahren langsam. Warum fällt jetzt der Ulef da so alleine vor? Dass ich geschossen habe. Vielen Dank auch. Der Schuss geht wieder hin. Man weiß es nicht. Man ruft doch nicht um Hilfe. Und ja, großartig. Man muss ja keinen Schaden machen. Was spiele ich so scheiße heute oder wieso gelingt mir überhaupt nichts? Unfassbar. Meine Patzerbesatzungen sind alle besoffen so. Das ich bin komplett nicht dran. An mir liegt es nicht. Insgesamt laufen die Spiele heute insgesamt alle so ein bisschen sehr strange. Das war jetzt die erste Runde im Grunde, wo nicht irgendwie durchgerommelt worden bin, einfach mal so. Die erste Runde, wo ich mal normal schießen durfte, so ein paar Schüsse und trotzdem nichts gemacht habe. Ja, bin aber immerhin zumindest im Mittelfeld nochmal gelandet, nehmen wir mal den Bonus mit.
glaube, ich versuche mal andere Klassen. Also ich nehme nicht 29 wieder oder so. Ja, genau. Einer- und Zweierkisten, ja großartig, das lohnt sich ja. Ja, auch nochmal eine Vierer. Okay. Ob die Dichterketten brauchten wir noch? Oh, wieder ein einer. Da fehlen uns noch Scherben für. Das will ich lieber nicht wissen. Ich, wie gesagt, also für mich ist ein ganz normaler Tag heute. Als jemand, der auf St. Pauli wohnt, brauche ich kein eigenes Feuerwerk. Man sieht ja eh nichts irgendwie. Also ob ich da jetzt eine Rakete hochschieße bei mir heute Abend irgendwie, oder nicht so, das macht keinen Unterschied, so. Dann ist bei uns auch die Fläche um die Alster noch gesperrt, so als feuerwerksfreie Zone. Insofern werden noch mehr auf St. Pauli unterwegs sein. Da, ja, drei Artis, na super. Damit hat sich dann ja auch die Position auf E1 erledigt. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was man hier in der Stadt macht. Möglicherweise fahre ich halt immer auf die E1 mit dem T29. Und nicht, wenn da drei Artis dabei sind. Dreimal KV2 und das im Platoon. Wunderbar. Haben wir doch mal bei dem mit. Ist dann schon mal tot. Kann man da jetzt immer noch rüberfahren? Ist das nicht viel zu spät schon? So, kriegen wir scheinbar keine Schüsse ab. Sorry. Bitte mich mal halt down gehen lassen, bitte. Danke. Was willst du jetzt halt da umgehen oder wie?
Sorry, T-50. Komm, ey, jetzt ist mal gut langsam. Ah, Ladeschütze bringe ich gleich in Ordnung, alles gut. Ja, super, toller Schuss. Klasse. Der ist ein Move. Double kill. Ach, war ich noch gespottet. Na gut. Aber wenigstens ist sie dafür aufgegangen. Weil sie sehr wohl von den Artis ist. Ja, genau, scheiß Arti. Viermal auf mich geschossen. Ja, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, mit den 3 KV2 mitzufahren. Ja, die KV2s werden natürlich gelobt, na klar. Ja, auf der Karte finde ich halt euch. Ich habe immer gesagt, ich finde 3 Artis auch zu viel. Unabhängig von der Karte, so. Einigen nervt das auf einigen Karten, so. Du hast als Arti dann auch keine Möglichkeit mehr, dich zu verlegen, weil jeden Spot eine Artis steht, so. Und andere Artis schießt und du wirst deswegen dann rausgekommen oder solche Geschichten, so. Ja, also wie gesagt, die sollen für Radpanzer sollen sie eine eigene Klasse einführen und bei Artis sollen sie es gerne auf 2 begrenzen, da habe ich gar keine Probleme mit. So, die Bounce-Mission ist ja noch nicht durch, insofern werde ich damit noch weiterfahren. Das ist fair, da fahr ich auf die offene Fläche. Ist dann scheiße, dass die beiden Super Hellcats im Platoon sind. Aber ich versuche trotzdem mal auf die in die Hügelecke da zu fahren.
Weiß nicht, ob das auch von dieser Seite gelingt. Von der anderen Seite ist das mal ganz schön. E25 kann natürlich auch sehr ekelhaft werden. Ja, macht er nichts auf oder irgendwie ist er einfach nur blind oder? Ich bin offen, super. First Blood. Ja, was ist denn da jetzt? Ihr schon unterwegs oder wie? Das hin? Ah, da ist ja schon die erste Art, die wunderbar. E25, dann klar. Ich baue uns an eine E25, aber na klar. Aber na sicher bauen sich an E25. Ach ja, unsere super Hellcat kurft halt hinten rum, die Suche ruft halt hinten rum. Es ist super, ihr seid eine super Hilfe gewesen. Vielen Dank auch. Richtig gut. Ein Bock gehabt, dann auch noch mal zu warten. Ja, da gehe ich mit 271 Schaden raus. Mal sehen, was ich noch blind getroffen habe. 25 wurde jetzt mindestens nochmal gekillt dann. Fahr weiter, Mensch. Na super, die Arti hat geschossen, ist artig aufgegangen. Ist unsere Arti. Unsere Arti steht hinter den Häuschen. Schön.
schießt auch. Braucht ihr, bis er mal schießt? Och, Arti! Aber er kriegt das zum Glück nicht mit. Man kann also auch an E25 bei uns und so. In T29. Wow, 400 Damage. Großartig. Heute ist echt ein Tag so, da läuft das echt gut. Richtig gut. Mir heute relativ egal. Keine Arti. Ja denn? Kann man ja vielleicht sogar mal auf D2 spielen. Formulieren. Wie gesagt, es müssen nicht gleich drei Stück sein, so ein bis zwei, aber... Ja, irgendwie ehrlich, sich gleich auf die Seite, na doch nicht. Ich weiß mal gleich mal irgendwie 50 HP weg, einfach mal, ob er mal runterspringen will. KV-122. Okay. B-43 passt mir da oft. Weiß genau, dass die davon reinschießen. Hier ist er in der Mitte. Ja, nee, ist klar. Okay, unser EBR. Unser EBR, was macht der bitte hier unten so? Ey, was ist denn mit den Leuten los? Das kann doch alles nicht sein. Das kann doch alles einfach nicht sein. Geschossen. Ja, was war das denn jetzt eben für ein Kameraditsch? Komm. Thank you.
jetzt nicht alle wegsterbt, so das wäre ganz hilfreich. Ich darf den Ebi ja nicht hier abbeschießen. Ja, was ist denn hier mit meinem Team jetzt los so? Okay, es macht keinen Sinn mehr, hier so weiter zu fahren. Ich werde mich mal um die Basisverteidigung kümmern. Ach, jetzt kommt der EBR als erstes. Na super. Für den lade ich Gold durch, nicht ernsthaft. Ach komm ey! Jetzt kommt hier nicht ernsthaft der EBR angefahren, ne? Nee, kommt dann nicht, okay. Er ist auch wieder da. Kommt denn so ein Uni so schnell da hoch? Da fahre ich ja mit meinem T29 schneller hoch als der Uni. Ja, und mit HE bouncen natürlich dann auch, wenn ich klinge um die so. Das ist großartig. Nicht so toll für die Bounce-Missionen, aber Kisten. Nee, heute ist einfach nur schlecht. Ja, du schaust ja auch überall, immer zu, überall bei allen. So, das. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich um die Granatpunkte überhaupt noch nicht gekümmert. Ich habe sie einfach mal aktiviert, erstmal so. Ich schätze mal, ich werde da so ein paar Sounds hinterlegen oder so. Ja, nur hier. Und was war gestern? So, gestern habe ich dich auch woanders getroffen, so. Mhm. Wobei ich bei dem auch das erste Mal, wie gesagt, langer Zeit mal wieder reingeschaut habe. Bei mir reicht es meistens nur dazu, so meinen eigenen Stream nochmal anzuschauen, so. Derzeit habe ich dann eigentlich fast. Ja, ich bin auch schon lange Follower da, das ist, aber ich gucke halt im Moment kaum noch Streams so. Es war im letzten Jahr. Im letzten Jahr habe ich irgendwie so 2017, 2018, da habe ich deutlich mehr geschaut. Ich gucke jetzt fast keine Streams mehr von anderen Leuten an, meistens nur noch irgendwelche YouTube-Aufzeichnungen oder so. Achso, okay.
jetzt haben wir schon wieder so einen City Scout. Ach, der ist noch nicht da ganz hinten. Um Gottes Willen. Ach, der wird schon lange hier vorne. Ja, die Art hier ist doch schon mal offen, das ist schon mal schön. Am fährt denn der 25 TP ja jetzt alleine vor? Alter, was machst du da, Junge? Ja, kritischer Schaden auf dem Radpanzer, natürlich, war ja klar. Wie der 25 TP halt immer noch lebt, ne? Ja, klar. Bin halt auch noch nicht wirklich pushen, weil unsere Base mich wahrscheinlich dann gleich fallen wird. Seit scheint hier auch kaum einer zu sein. Wieso fackelst du nicht ab, du Idiot? Na, wo kommt der denn jetzt einmal hier? Ach komm. Ja, 15 HP. Abpraller, schön. Alter, wie er halt immer mit HE schießt, ne? Ja, über weggeschossen. Mein Gott, ey. Fahr jetzt hier einfach vor und gut ist. Ach, da ist auch noch einer. Da war halt auch noch einer, na klar. Ja, moin, grüß dich. Das war's für uns. Raus hier. Aber ich setz mal die komischen HI-Typen da raus. Und dreh vor allem mal vorher deinen Turm rum. Nicht erst, wenn du um die Kurve fährst. Nicht ernsthaft, ne? Ja, Leute, also er ist immer noch irgendwie, keine Ahnung, jetzt ist da oben. Na gut, okay. Los, Artis, verteile ich euch. Na gut. Sehr schön. Na, im 12 fällst du auch nochmal da rein. Schön M12, schön versteckt. Einfach rausflashen, so gut ist.
Ja, das hast du dir jetzt selber verkackt. Lol, wie sie halt trotzdem überlebt, ne? Aber ich sende, wechsle mal den Sender, der nervt mich gerade hart. Ist ja keine, kannst ja Silvester kein Radio mehr hören, so das hältst ja nicht aus. Also das halt immer einlösen musst du. Vielleicht nicht, wenn du nur irgendwie zuschaust, sondern auch einlösen. Ja, zweite Position. Achso, und Subs kriegen natürlich mehr Punkte. Bei denen ist es dann doppelt so hoch. Und sich fehlen noch. Aber auch mit einer anderen Panzer machen. Aber wie gesagt, ich habe mich da selber noch nicht so richtig beschäftigt. Ja, M44, Rummel. Ziemlich unangenehm sowas. Ich glaube, ich werde mich auf JK2 verziehen, hier gegen den Berg drum. Kann ich dann wieder so nachladen. Zumindest wenn ich bis dahin komme. Scheinbar haben noch mehr Leute die gleiche Idee wie ich. Thank you.
war aber auch wieder so ein Pixel-Shot. Ach komm, Arti. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Fahr los. Das ist jetzt nicht gut. Daneben. M44, was willst du denn von mir? Ja, na klar, macht sie einen Volltreffer. Ja, die M44 hat geschossen, jetzt könnt ihr eigentlich mal vorfahren so. Hallo? Oh, komm. Meine Fresse, ey. Ja, Idioten, ey. Funktionieren die nicht, die Dinger, oder? Ich gebe bloß bei mir im Chat nicht. Doch, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich sehe die umgedrehten bei mir im Chat nicht. Also bei mir auf dem Handy jetzt. Alter, kriegt ihr diesen 27-HP-Typen jetzt mal endlich mal tot aus? Was ist denn mit euch? Ja, dann ramm ihn halt tot, wenn du ihn schon nicht abgeschossen bekommst, ey. Mein Gott, ey. Ja gut, ich hatte mich halt auch erstmal umgekrommelt. Danach dann zur Arti durch. Bei meiner eigenen Schuld, dass ich jetzt tot war. Aber ich dachte eigentlich auch, dass die noch am Laden war.
Oh, das dürfte die Bounce-Mission gewesen sein. Ja, noch einmal unter den besten 10 sein. Sollte man doch schaffen. Alter, jetzt hängt schon mein Radiostream. Was geht denn jetzt ab? Was ist mit meiner Leitung jetzt los? Aber laut OBS soll noch alles okay sein. Hier. Ihre Unterstützung wurde angefordert. Zug erstellt. Ja, von mir aus. Doch ein bisschen vorausschauender, nachvollziehbarer. Ja genau, schieß meinen Schutz kaputt, wenn ich hier rüber fahre. Muss unser Leopard jetzt da vorne komplett alleine? Ich frage besser lieber nicht mehr nach. Was ist jetzt? Hast du bitte nicht auf mich schießen? Wieso fährst du denn nicht weiter, Mann? Alter, guck dir diesen TD-Hügel hier an, ey. Es ist unglaublich. Man kann die Mathilda ja jetzt einmal darüber fahren, oder wie? Was macht die da? Ja, jetzt in dem Moment kommt da natürlich jemand angefahren, der mich zum Glück nicht gespottet hat. Was ist?
Mike jetzt hier in die ganzen CDs rein wahrscheinlich, ne? Eben, das ist doch schon der erste. Das sind meine Teammates. Ach komm, ey. Ich hab keinen Bock mehr, Leute. Nächste Runde fange ich jetzt eh gleich ab hier. Egal, ich fackel jetzt gleich jeder ab. Ist okay. Weiter geht's. Oh, jetzt kriege ich von hinten wieder Schüsse. Ah, da ist er doch schon. Okay. Wir sind erledigt. Raus hier. Ist man nicht tot, jetzt bewegen sie sich vor. Anstatt dass er den AT2 jetzt vorfahren, deswegen ist es. Er fällt halt oben auf den Hügel rauf so. Ja, was ist? Wie lange lebt denn der noch? Ah, endlich. Oh, jetzt wird der AT2 von hinten angegriffen. Ja, doch nicht. Ja, wie, kann man AT2 fahren? Das ist ja hart, ich spiele noch drei in die Interessante. Ich werde mir weggekappt. Ach, die 2, du machst den T67 doch eh nicht auf. Warum ist das ein geiler Panzer? Was da drauf stehen? Aus. Lol, jetzt dauert der direkt vor ihnen auf, oder wie? Warum hat er jetzt nicht geschossen? Alter, hat der sich jetzt einfach rausspielen lassen, ey, was ist denn das, ey, gegen mich macht er da so einen auf keine Ahnung was und lässt sich dann einfach so rausnehmen. Ja, das Problem ist halt auch, dass sie noch einen Scout haben. Junge, jetzt stell dich doch nicht seitlich hin, ey, mein Gott, ey, wie kann man das... Wie doof kann man denn bitte sein, ey?
Und ich dachte, ich hätte das Scheiße gespielt. Da hast du vorne eine Panzerung der Hölle so und stellst dich seitlich als ein Gegner. So. Alter, die verlieren das jetzt noch. Ja, unser Artig steht halt auch so, dass sie nicht wirken kann. Ich glaube nicht, dass sie da auf den Hügel schießen kann. Und? Schießt da irgendjemand drauf? Ja. Ja. Der M37 war ja nicht klar, dass da welche sind. Oh mein, das ist ernsthaft jetzt irgendwie. Ja, aber mach weiter, schieß. Worauf war das jetzt? Die Art, die fährt Captain. Das Problem ist halt, dass der Hetzel den niemals auch machen wird. Wie wär's nochmal mit Schießen? Ja, gut. War klar. War klar. Aber es waren keine 10 Sekunden, das war zu spät. Oder 15, das ist ja glaube ich nur. Ach lol. Was soll das denn jetzt? Was war das denn jetzt, was war das denn? Was hat denn das Gegnerteam jetzt bitte gemacht? Nicht ernsthaft, ne? No cap, kill all! No cap!
Oh, jetzt ist er doch wieder da. Nein! Ich treffe eher den eigenen, als dass ich irgendwas was angemacht. Großartig. Ist das ein Scheißteil? AV, jetzt nicht ernsthaft. Scheiße ist jetzt, dass meine Kanone auf der falschen Seite ist. Ach, jetzt habe ich den Fahrer repariert. Ich bock, ey, ich Idiot. Ach, von hinten, ja, na toll. Ich repariere meinen Fahrer, ey. Anstatt den gerade schützen. Ja, aber liefert trotzdem erstaunlich gut irgendwie so dafür, dass das halt so ein völlig out of meter Tank Panzer ist. Eigentlich soll mein Team natürlich nicht wirklich hilfreich, aber naja. Mal 2 Kills gemacht und damit irgendwie am meisten von meinem Team. So. Dann 3 Kills geschafft hat. Naja. Muss man nicht öfter fahren. Nee, ne? Ernsthaft. Mit einer AT-7 auf Position 1. Was ist denn hier heute los? Naja. Ach, da habe ich noch nicht mal irgendwie eine Crew, die ich da reinsetzen kann. Naja. Ist ja auch eher ein bisschen scheiße, ne? Der hat einen guten Turm, so, und das war's. So, weil der Turm ist noch nicht mal richtig gut. Aber ich habe noch nicht mal den ist das Ding ja echt. Ich müsste jetzt auch den KV4 fahren. Ach komm, fahr mal wieder Art.
Ja, als Arty, als Top-Tier. Wie soll ich denn da bitte der Beste werden im Team? Bin ich wieder der Einzige ohne Team. Wieder uns Platoon, heul. Los geht's. Schicke Tarnung. DZ. Schon mal auf. Dürfte da also sein. Warte mal noch ein bisschen, damit man Team Ott drauf schieben kann. Gerade nicht gekettet. Aber rausgenommen, sehr schön. Komm, du willst ja noch haben, oder nicht? Na, jetzt kommt der von Quero angefahren, schade. Überleben darf. No, jetzt war doch nicht in Sicherheit, ey. Komm da klar. Sorgen macht mir halt der Jagdtiger, ne? Steht da immer noch okay. Ach, fuck. Er macht auch einen geilen Move da. Wenn der Renner geht. Aber jetzt fällt er doch wieder vor, verdammt. Ja, was ist, darf er jetzt hier einfach rüberfahren oder wie? Die ist offen. Und das willst du jetzt nicht ernsthaft, ne? Ist das jetzt mal geregelt? So mit dem Conquero da?
schön. Letztes Loch, ey. Nicht gekettet, nicht gekettet. Aber das kriegst du hin. Ein bisschen Schaden. Ihn doch nicht hier umfahren. Hätte ihn doch einfach mal, Mann, ey. Nein, nein. So, ich glaube, ich fahre eine Runde T20 mal. Na, da sind doch die. Ach, auch mal eine 5er. Was ist denn? Umschürzend-Produktion. Nee, so eine komische Tierkanne will ich nicht. Dann lieber die. Dann lieber Panzer als Fähnchen. Ich gebe hier ja nicht auf. Fähnchen. Scherben. Schade. Gut. Jetzt? T20. Eigentlich müsste ich ja den Pershing mal fertig machen, so, aber ich habe auf den, ob ich irgendwie auch.
Dann fahre ich jetzt auf B2 oder auf A1? Das ist jetzt so die Frage. Okay, er fährt da lang. Werde ich hier mal abbiegen. First Wie ist er der jetzt Einzige oder wie? Ach man, jetzt fährt er ihn genau in dem Moment da durch, na klar. Ah, sehr schön, KV2. Ja, jetzt sind aber doch ein paar hier da. Aber was willst du? Willst du gedailt werden? Willst du rausgenommen werden? Ja, willst du. Wir haben jetzt eigentlich eine klare Übermacht. Und denkst du, da kommt noch einer? Will er nicht auf einmal von mir? Ach komm, auf der Oberwanne von KV1. Lol. Da sind wieder echte Experten unterwegs. Noch einer, wie viele sind denn da noch? Komm hoch, komm hoch, du hast eh keine Grand Depression. Na, was ist? Irgendwie werde ich ja gleich umkreist, habe ich so das Gefühl. Hi. Haben wir auch eine Arti oder sowas? Eine M4A1 hoch. Haben die auch einmal jetzt hier? Oh no, no. Oh Leute, jetzt müsst ihr mal hochfahren. Ich kann mir leider keinen mehr fahren. Wir müssen eine halbe Stunde stehen.
Ah, da ist er ja. Da. Du holst mir meine Grille nicht raus, du nicht. Ja, schöne Runde. Machen wir den Typ noch mal heil kurz. Mach sie an. Hi. Ja, das war doch eine nette Runde. Vielleicht sogar gemeistert, keine Ahnung. Ich war aber leider top hier, das war das Problem. Aber da waren auch nur irgendwie, da waren ja auch nur Spieler im Gegnerteam, so keine Ahnung. Mit dem IS irgendwie den Berg hoch so und erwarten, dass sie dann irgendwie irgendwann mal schießen können. So. Weil er dann tatsächlich rüberkam, weil ich ihn nicht gekettet bekommen habe. Was auch ehrlich gesagt nicht versucht hatte. Na gut. Das schaue ich mir halt gerne nochmal im Replay an. So. Ja, schön, dann habe ich den Kram also auch erfüllt. Ah, nicht gemeistert, ja, nee, war nicht zu erwarten. Aber trotzdem eine schöne Runde. 3060 Schaden, 1200 XP. Ja. So, Aufträge. Was ist denn da jetzt noch? Ja gut, das wird damit glaube ich nicht funktionieren. Ja, lassen wir das erstmal glaube ich aktiv. Also nochmal den. Ich würde sagen, das wird auch die letzte Runde, als ich fahren werde. 10, dann möchte ich noch mal ein bisschen was essen so und naja, dann mache ich langsam meine Kamera mal fertig für heute Abend. Werde wahrscheinlich wieder auf dem Dach stehen und Foto oder ein Video filmen oder so. Mal schauen. So, nur eine Art die. Haben wir doch mal zum Zauberwald, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann alle im nächsten Jahr wieder. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ihre Unterstützung wurde angenommen.
Ach komm. Von mir aus. Ein Spieler ist dem Zug beigetreten. Gibt halt ein bisschen mehr XP und gut ist. Auch wenn du wahrscheinlich wieder der Erste bist, der Tod ist gleich. So, wo, wie du gerade da lang fährst, ey komm, ey, wo willst du denn hin, ey? Fahr doch mal hier rüber mit, ey. Was hat denn er 0815 dafür einen Auftrag wieder? First Blood. Was willst du denn jetzt von mir so? Ja gut, den bringen wir nochmal schnell in Ordnung, würde ich sagen. Ja gut, die Runde war jetzt nicht so gut, war ja ein bisschen zu aggressiv, ehrlich gesagt. Da war ich dann auch viel zu aggressiv. Aber wir sehen uns ja trotzdem im nächsten Jahr alle wieder. Auch wenn ich jetzt gerade gestorben bin. Da hättest du doch noch mal die halbe Sekunde warten können, bis er fertig geladen. Man hat doch erstmal fertig. Das schießt doch jetzt wieder eine halbe Sekunde vorher an, hat doch. Das jetzt doch noch ein Sieg oder wie? Ja, wie die Art, die will keiner rausnehmen oder wie? Kann mal jemand auf die Art schießen? Hallo? Den Ausblick-Set, genau. Schön in den Arsch, schön in den Arsch, immer in den Arsch bei der 15a. Oh, fahr nicht vor seine Kanone. Nein, mach's nicht. Ah, Ketten auch okay, ja, das gerne machen. Hast du dich noch einen Sieg geworden? Hast du dich noch einen Sieg geworden? Das ist eine Runde.
Ja, was ist? Komm, ich will jetzt mal noch mal in die Garage rein. So, komm. Ach ja, dann. Ja, greif schon mal noch mal. Und dazu. Ja, wie gesagt, ein bisschen zu aggressiv in der letzten Runde gewesen. Aber egal, es war ein Sieg. Gut, insgesamt waren das jetzt 15 Runden, davon haben wir 12 gewonnen. Oh, das ist ja geil. Unfassbar, hätte ich überhaupt nicht erwartet irgendwie. Vor allem nicht heute. Und nicht, weil die, aber vor allem, weil die ersten 4 Runden ja echt so liefen, dass ich zwar gewonnen habe, so, aber echt überhaupt nichts machen konnte, so, und ja, und dafür sind 13, 27er wie ein 8 ja völlig okay. Also wie gesagt, 12 von 15 gewonnen. 70%, schön. Also dem das gestern ein bisschen seltsam lief. Ihr Lieben, ich wünsche euch Gesundheit, erfolgreiches 2020. Das wird unser Jahrzehnt, ich sag euch das. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen, danke für die Subs, danke für die Abos, die es dann zwischendurch auch mal wieder gab, irgendwann von den Leuten so halt Subs und von den Freunden gab es auch zwischendurch mal ein paar, ja, mal halt mal so nett. Wie gesagt, ich will nicht groß werden, ich will kein großer Streamer werden, ich will mal meine eigenen Streams hauptsächlich anschauen. So, das ist ein bisschen einfacher als Videofile, als mit den ganzen Replays dann anschließend. Mal die Replays halt auch echt immer, ja, nur eine Version funktionieren so, und dann ist es ja nicht mehr outlauffähig so, und ein Video kann ich mir auch in einem Vierteljahr nochmal anschauen. Und die T20 Runde zum Beispiel jetzt, die letzte, die werde ich mir definitiv nochmal anschauen, weil ich da echt zu aggressiv gefahren bin. Und ja, wir sehen uns im nächsten Jahr, ne? Ich, wie gesagt, werde jetzt teilweise essen, anschließend nochmal aufs Dach gehen, meine Kamera aufbauen. Die will dann in St. Pauli hier filmen, die dann um 12 irgendwie die gesamte Nebelwand aufbauen werden. So, wenn wir das dann durchgehend knallt, durchgehend Raketen geschossen werden, werden sie wahrscheinlich eh nichts mehr sehen davon. Aber Hauptsache, es qualmt alles oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das soll. Ich kann dem Ganzen nichts abgewinnen, aber sollen sie einen Spaß haben. Ihr Lieben, wir sehen uns nächstes Jahr. Macht's gut und bis dann. Danke. Ciao, ciao.